So, da ab und zu mal die Frage kam, wie ich mich aufwärme. Ich bin Seko, wie ihr seht. Das wusstet ihr wahrscheinlich nicht, weil es da nicht steht. Wie warme ich mich? Also ich habe eine Workshop-Map gefunden bzw. gesehen. Wird von fast jedem Profi-Player benutzt. Aimbots. Ich kann die euch auch mal in die. Ja, ich schicke euch die einfach mal in die. Verlinke euch die einfach mal. Ist eine ganz standardmäßige Map, wird fast von jedem benutzt hier. Au. Und ja, da joint man dann einfach drauf. Any Mode. Go. Es dauert auch nicht so lange eigentlich. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit Aufnahmen ist, aber es sollte eigentlich auch gehen. Ich habe nichts gesagt. Ja, hier steht schon im Always pick bzw. join the terrorist team. Ihr müsst auf der Terrorist-Seite spawnen. Press your weapon inspect key. Ah, okay, das wusste ich auch nicht. Press your weapon inspection key F to clear bullet decals in blood. Aber das wusste ich auch nicht. Das ist tatsächlich ein sehr guter Tipp. So, Terrorist Site und dann. Es geht tatsächlich, das wusste ich auch nicht. Ne, dann kann man hier ein bisschen rumaimen. Aber das bringt mir persönlich immer recht wenig, deswegen klicke ich hier, hier, hier und hier. Mir fehlt übrigens einer, ja. Immer die ersten drei mache ich hier rot. Dann fahren so Mauern hier hoch. Ich warte mal, bis das überall passiert ist. Das ist jetzt überall passiert, weil hier. Das ist natürlich einfacher zu aimen, aber. Ja, ihr merkt schon, ich bin da ein bisschen unkonzentriert. Ja, das bringt mir persönlich schon sehr, sehr viel. Okay, hier kann man dann einfach auf die Waffen draufklicken, die man haben will. Als ob ich da hingezielt und der Schuss dahin ging. Okay. Okay. Ihr seht, ich bin überhaupt nicht gewarmt. Das ist jetzt gerade meine erste Minute, die ich CS hier spiele. Okay, also. Das war jetzt ein Witz. Okay, aber so geht es hier. Da kann man sich natürlich auch noch die Flieger auswählen. Und was auch noch vielen Leuten bringt, die machen das ja alles nicht weg. So. Jetzt müssen wir mal abschießen hier. Damit die neue spawnen. Damit das weiter weg ist. Nicht, nein, das ist nicht der Grund. Sondern was ich gerne benutze. Ich fahre das mal runter. Achso, das kann man damit übrigens runterfahren mit diesem Button in der Mitte. Achso, und dann kann man hier natürlich auch noch die Bots bewegen lassen, indem man hier auf das und das zum Beispiel klickt. Oder das und das. Man muss immer die gleichen Sachen einstellen. Jetzt werden die hier zum Beispiel ganz langsam. Warum ich nicht so gerne mit, weil so bewegt sich erstens eigentlich kein Spieler so. Das macht eigentlich keiner. So. Finde ich ein bisschen dumm, deswegen lasse ich sie eigentlich mal lieber stehen. Das übt genauso, hier kann man natürlich auch Pistols auswählen. Aber das wollte ich euch gar nicht zeigen, man kann hier auf diese Ammo ausklicken, die Infinity. Man hat zwar Infinity Magazin, aber man hat nicht Infinity Schuss und ich einfach mal draufklicken lassen, wie das Magazin leer ist. Und dann hat man hier ein ganz gutes Spray Pattern. Probiert das jetzt einfach mal nachzumachen. Das ist natürlich jetzt nicht aus der gleichen Entfernung, so ungefähr war das, glaube ich. Ja, seht ihr, so kann man das üben. Mit der AK genau das gleiche. Ich probiere jetzt auch nochmal. Okay, ist nicht ganz so gut, aber. Ja, das vielleicht dann umguckt von der. Und das ist das doch schon ein bisschen besser. Also mein Spray-Ding ist noch nicht ganz so gut. Ansonsten, was kann man hier noch zeigen? Genau, das fahren wir mal wieder hoch. Man kann hier noch so Wände, das ist ganz cool für AWP. Wenn man die bewegen lässt zum Beispiel. Ist das ganz cool, weil die Schulter piepen. Da
Wenn man sich hier nur mal so hinstellt, dass man ganz wenig zu sehen hat. So ist das schon fast ein Shoulder-Peak. Oder Reaktion trainieren, also das kann man hier auf der Map, also sie ist wirklich... Natürlich kann man hier auch so... Guck mal, das ist auch ein geiler Shoulder-Peak. Der kommt aber irgendwie nicht mehr wieder, der Bot. Ne, also da kann man viel mitmachen. Also ich empfehle jedem diese Map. Kann man auch Long Range sehen, das finde ich aber ist absoluter Schwachsinn. Weil, zeig ich jetzt einfach mal. So. Also das ist nun wirklich absoluter Schwachsinn. Weil ganz ehrlich, wann komme ich auf so eine Range? Also, kann mir jetzt jeder erzählen, aber so eine Range komme ich niemals. Und da werden ja auch die Schüsse irgendwann sehr, sehr ungenau. Halt auf Train, auf Ramp, sind die nicht so weit weg. Also so eine Range kann ich leider nicht. Also mit AWP kann man ja noch so aimen. Das würde ja noch gehen. Ach so. Aber wenn ich jetzt hier meine AK nehme, mich sogar ducke. Würde schon. Sehr ungenau und sehr schwierig. Jetzt kennen wir nochmal die M4-1. Also das bringt wirklich nichts. Will ich euch damit eigentlich nur zeigen. Das ist vielleicht noch eine Entfernung, die man hat auf Train. Vielleicht hat man auch diese Entfernung hier auf Train. Obwohl, das ist schon echt hart. Ne? Aber hier kann man viel mehr machen auf der Map. So warm-up ich mich. Also natürlich, so wie ich es euch schon gezeigt habe. Das, dann das. Vielleicht auch Nummer 2. Das kommt auch an, wie ich gerade Lust habe. Ne? So, dann meistens mit AK, weil M4A4 spiele ich ja. Und M4A4 oder AK, da tut sich ja nicht so viel. Außer dass man zwei Headshots braucht, deswegen nehme ich eigentlich immer die AK. Ihr seht, meistens mache ich auch ein 1 vs 1, mal auf so einen 1v1-Server 5 Minuten, geht dann auf die Botmap. Und, achso, jetzt muss man natürlich auch Infinity Ammo wieder einstellen. Und wenn man dann gehe ich wieder von diesem 1v1-Server auf den Botmap und dann spiele ich meistens vielleicht nochmal ein 1v1 oder also auf den 1v1-Server und dann gehe ich meistens erst ins Matchmaking beziehungsweise dann in der Machine Game, wie ich ja schon damals aufgeklärt habe, bin ich da ja gewandt. Ja, ihr könnt natürlich auch gerne auf unserem Team-Channel mal vorbeischauen, das ist auf Eagles Gaming, hätte ich gerne erwünscht. Müsst nicht unbedingt abonnieren, aber das wäre natürlich schön, weil das uns, das unser Team euch gefällt, beziehungsweise das, was wir auf den von den News hier machen, oder ich bin gerade echt nicht gut drauf, aber das ist hier manchmal gestern kaputt. Weil ich echt enttäuscht, dass ich so viel jetzt konnte. Und dann keiner mehr da war, weil ich spiele jetzt hier 5 mm. Egal.